beide haben Vor- und Nachteile. Die Dungeon-Karte. Cool. Alles klar, ich habe nur noch wenige Räume und noch 4 Kisten. Und das mit Zelda ist wieder nur eine Verarsche. Die ist da gar nicht. Die haut eh wieder ab, wenn ich hier bin. Es gibt ein Hyrule-Schild. Ich sag jetzt nichts, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Bestimmte Challenge, okay. Für den Hyrule-Schild. Oh, Bums. Bums, beste Bums. Bums. Schmems. Kleines Skorpionchen. Erst einmal so ganz süß wegpusten und dann zerhacken. Okay, hab ich denn jetzt... Ist das jetzt permanent? Okay, super. Aber die schossen doch... Ja, Blitzbälle, da muss ich wieder... ...im Holzschild. Kommen wir aber gar nicht so weit, oder? Nee. Na gut, jetzt haben wir das geöffnet. Ich krieg mal die anderen. Ich muss hier irgendwie rüberrennen. Gibt's hier vielleicht einen Kristall, den ich wieder anschießen kann? Aktivieren? Irgendwo? Rüberrennen werde ich nicht schaffen, oder? Na komm. Nein, das schaffe ich nicht. Nein! Vielleicht kann ich ja zurückboosten. Spielt ihr Dark Souls 1 auf dem PC? Also ich schon, ja. Boah, ich kann die einfach wegboosten. Das ist ja witzig. Ja gut, jetzt ist die Frage... wie kommen wir hier weiter? Ach, ich sehe schon drüben da. Der Schall da drüben ist auf jeden Fall was zum Pusten, aber da muss ich erstmal da hinkommen. Vielleicht doch mit der Bombe irgendwas? Ruga, was hattest du von dem. Was hattest du von. Oder was hältst, meinst du wahrscheinlich? Ich hab's noch nicht gespielt, das Resident Evil. Ich hab's noch nicht gespielt und ich hab auch kein Lieblings-Dark Souls-Teil. Nee, nee. Habe ich nicht. Die sind halt alle anders irgendwie, ne? Kannst du nicht so wirklich sagen, eins ist besser, eins ist schlechter. Die haben halt ganz andere Eigenarten und Vor- und Nachteile jeweils. Es ist aber auch ein schöner Tempel hier, ne? Bringt das überhaupt was hier? Oh, ich hab B gedrückt statt Z. Das Resident Evil 2 werde ich spielen, ja, wenn es rauskommt. Die Skyrim HD-Version, also auf PC ist es immer HD. Das ist immer HD. Nee, das ist keine. Das ist kein Kristall. Was habe ich jetzt davon, dass ich hier das Ding geöffnet habe, bitte? Ich weiß es nicht ganz. Ich muss ja höchstwahrscheinlich hier den Kristall irgendwie aktivieren, aber wo und welchen? Gerade so ein bisschen, ne? Irgendwie. Warte mal. Ach, guck mal, da sind doch die Wege. Oh, Mann. Der Bruger guckt ja wieder nicht richtig, ne? Ja, ja. Immer das. Skyrim Remastered. Ja, es ist remastered, aber es ist ja nicht... Ist ja, ist ja das gleiche Spiel an sich, ne? Möchte ich da irgendwie nochmal ranzoomen? Nein, nein, nein. Hör mal auf. Ja. Nein. Ich muss mal wieder Wegpunkte setzen. Was, wie lange geht das Spiel circa? Weiß ich nicht.
Das weiß ich nicht. Kann ich nochmal ranzoomen? Ich kann auch keine Punkte setzen hier, merke ich gerade. Achso. Da, guck mal. Aber was mache ich denn? Oh, diese Steuerung! Furchtbar. Kann ich nicht mit C irgendwie... Wow. Was macht er denn da? Da geht er einfach nur zur Seite. Ich finde das echt doof, dass man das hier nicht richtig sieht. Froggy. Spuck mich an. Na gut, da muss ich halt. Dick. Peng. Machst du mal Peng? Okay. Ich glaube, da war ein Herz, ne? So. Kann ich denn nicht schneller krabbeln? Nein. Blut spenden und Bruger dabei zusehen, wie er Bloodborne spielt. Was? Saubfinger. Ich wollte auch bald Blut spenden gehen, glaube ich, weil das ist ziemlich gesund sogar, ne? Wenn man regelmäßig sein Blut abgibt, dann erneuert sich ja das Blut im Kreislauf schneller. Alarit! 11 Monate. Dankeschön. Alarit 4, 11 Monate dabei. Dankeschön. Danke, danke. Hab Seib. So, wie kriege ich das auf? Muss ich gar nicht, das... Oh Gott, diese Steuerung im Kriechen. No! Skorpion! Skorpion-Hype! Ein goldenes Schmuckschädel. Ja. Vor den habe ich ja schon jetzt 3. Sehr selten. Check, check! Das ist nur wegen der Schatzkiste hier. Auf der rechten Seite habe ich Leitern gesehen, die hochführt. Ja, nee, Nase, das kann ich leider nicht. Aber ich denke, der Weg ist es jetzt richtig, den ich gehe. Das Wärme ist echt nicht auszuhalten. Nee, es ist schlimm, ne? Ich gebe euch einen Tipp. Wenn ihr Socken anhabt oder zieht euch Socken an, macht die vorher klatschnass und zieht die dann an, so nass wie sie sind, und legt irgendwas drunter, was weiß ich. Allein durch diese Verdunstung, die da entsteht, oder auch Klamotten generell, T-Shirts, nass machen, ein bisschen auswringen und anziehen, durch diese Verdunstung habt ihr echt viel kühlere, ne, seid ihr viel cooler. Ja, im wahrsten Sinne. So, ach Mann, das ist echt doof mit den unsichtbaren Wegen hier. Oh nein! Kommt noch so einer dazu. Ja. Nein! Das finde ich echt doof, dass man die im Tempel nicht markieren kann. Ich laufe jetzt einfach durch. Ist mir zu doof. So, einfach straight hier rüber. Da vorne ist eine Sackgasse, glaube ich. Oh ne, da ist der Kristall. Oh, komm. Triff zweimal. Geh doch rauf, Link. Ach, ich kann doch schneller krabbeln, wenn ich die Sprint-Taste. Okay. Was? Ich mache mich langsam fertig. Thomas! Arbeit nicht so viel bei der Hitze. Viel Spaß. Beziehungsweise nicht viel Spaß, sondern lass es schnell rumgehen, die Arbeit. Wenn ihr nasse Klamotten anzieht, seid ihr cool. Ja, in dem Kontext nicht, Jan. Also ohne Kontext, meine ich. Bitte nur im richtigen Kontext. Oh, wow. Dumme Kröte. Ach, da ist gar nichts, ne? Ah, super. Fantastisch.
Naja, immer noch ein Bernstein. Eieiei. Muss da rein. Boah. Ja, sowas brauche ich nicht hier. Einfach raten, wo der Weg jetzt gerade ist. Das muss ich nicht haben. Oh. Was, Wappi? Kommt doch so gut. Kommt, was denn? Kommt noch so gut. Hab nur ein weißes T-Shirt an und bin nicht zu Hause. Obwohl die Jungs hier bei mir würden sich freuen. Ja, okay. Dann lieber nicht Wet T-Shirt Contest machen, Bumpy. Nee, zu Hause. Hallo, Shadow Knight. Ja, Lia zum Beispiel, die haben eine Klima im Büro, ne? Aber ganz ehrlich, selbst hätte ich das Geld für eine Klimaanlage. Das ist erstmal nicht gut so gut für die Umwelt. Ja, die neuen jetzt nicht mehr so schlimm, ne? Für die Ozonschicht. Laut Verschwörungstheoretikern ist es ja nur ein Gerücht mit der Ozonschicht. Nee, Quatsch. Es ist halt auch so, eine Stunde so eine Klimaanlage, kannst du ungefähr rechnen, 1 Euro Strom. Und wie kostet... Es gibt echt Klimaanlagen, die kosten halt richtig viel Geld, ne? Das ist dann nicht nur so ein Raumbefeuchter. Das ist doch richtig so extreme Kaltluft. Und die kosten so viel Geld, habe ich nicht. Und ich würde mir, glaube ich, auch keiner holen, hätte ich das Geld, weil, wie gesagt, ich finde es nicht so toll mit Klimaanlagen. In Griechenland gab es halt echt überall, ne? Die hatten überall Klimaanlagen. Was wir auch hatten, was ich sehr geil fand, in manchen Cafés, da gab's diese, also Ventilatoren, so riesige Ventilatoren an allen Seiten, und die haben einem die ganze Zeit kalte Luft übergeboostet, plus noch so ein bisschen Wasserdampf kam da aus so einem Apparat runter raus. Also so kalte Luft mit Feuchtigkeit, super. Das ist gemein. Das ist voll gemein hier. Ich wollte schon sagen, Meisterschuss. Ja, getroffen. Hot. Ich fließ. Hallo, Geranimo. Ich hab hier was vergessen. Die Tür ist nämlich noch zu. Oh nein! Das ist weg. Weg schon immer. Au! Was, Bruger? Teilweise gehen die Kinder auch erst abends in die Schule, weil es tagsüber zu warm ist. Ja. Und Geschäfte haben mittags auch öfter mal zu, ne? Bis so von 11 bis 15, 16 Uhr. Dafür haben sie dann abends so bis 10 auf wieder. Also in Griechenland, wie gesagt, da haben die jetzt keine Siesta gemacht, aber ich könnte es mir echt vorstellen, dass es da sowas gibt. Wenn es halt sehr warm ist. Die haben auch gesagt, das war so eine ganz überraschende Hitzewelle. Normalerweise sind diese 40 Grad wirklich dann so in der Saison im August. Wir waren ja jetzt außerhalb der Saison dort. Deswegen war es auch so günstig. Also wirklich, wenn ihr Griechenland sehen wollt, fahrt hin. Aber am besten April, habe ich gelesen, weil dann hast du so 25 Grad. Ist erträglich, aber dieses 40... Und nochmal, wie gesagt, 10 Tage waren wir dort mit Hotel. Also komplett Übernachtung, Halbpension, Frühstück, Taxifahrt vom Flughafen und Flug für 600 Euro pro Nase. Also günstiger geht's fast gar nicht. Und es war echt traumhaft schön dort. Also Mittelmeer, Strand, alles. Alles. Schon wieder keine Ahnung, wie es hier weitergeht. Wahrscheinlich irgendwas mit Pusten. Hi, Jack! Ist hier irgendwo was... Da ist doch ein Kuppel, oder? Nee. Hier ist was. Nein. Irgendwo ist hier ein Kristall unter dem Sand. Soll ich den ganzen Raum putzen jetzt, oder was? Vielleicht ist da was auf der Karte. Da ist eine Kiste versteckt? Okay. Eine Kiste. Boah, ich kann echt den ganzen Sand wegpusten. Ja, wo boostet ihr denn hin, bitte? Da muss ja auch irgendwo wieder rauskommen, oder? Oder landen. Moin, Nikolent! Grüß dich. Wow. Ein bisschen wahnwitzig, ne, mit dieser Puste. Oh, ich hab's schon, glaube ich.
tatsächlich, das war's schon. Hallo, ich bin Bishop. Ein bisschen wie bei Mario Sunshine hier, ne? Mighty, Mighty Bone, guten Tag. Ja, mächtige Knochen, ja? Was er damit wohl meint. Oh, komm, ein Schwert habe ich gespürt. Guter Mann, Link. Oh, nicht reinlaufen, bitte. Noch die Kiste. Die Körner sind mir echt egal. Oga, mach mal sauber hier. Ja, ey, so ein Ding bräuchte ich, so eine Vase. Einfach alles wegpusten. Einfach zu Nachbarn pusten. Die sauber machen, alles wegpusten. Perfekt. Hausarbeit gemacht. Alles wegpusten. Hab doch nichts auf uns. Komm, die paar Rubine. Soll ich mir jetzt auch noch. Ich brauch ja Geld, ne? Man weiß ja, die Sachen, die man kaufen kann, sind sehr teuer hier. Gut, ich habe die Grenze noch gar nicht, um das überhaupt so voll zu bekommen, den Beutel. Oh, eine Fee. Habe ich denn die Gläser, die Flaschen? Nein, habe ich nicht. Nimm es. Ha! Und Poddel! Was man alles im Sand findet, ne? Danke, Poddel. Dankeschön für die liebe Spende. Jetzt schreiben sie alle Bruga, Bruga, Bruga. Bruga, hey, du mal live? Danke für deine Dark Souls Let's Plays, sind die besten. Dankeschön, Poddel. Und Baltosi, danke für das Kompliment. Das freut mich. Der Dreck weg 9000, genau. Und Mendrian. Das ist bestimmt noch mehr, ne? Nein? Gleich stopp hier noch rumpusten, ist so lustig. So. Der Druck weg. Ach, Dreck weg. Oh, bitte ein wenig über Grexit. Über Brexit, meine ich. Ich find's echt traurig. Ich hab gesagt, heute Morgen ich hätte echt heulen können, ne, als ich das gelesen habe. Ist ja die Vorabstimmung, glaube ich, nur, ne? Es ist noch nicht ganz durch, aber. Meine Fresse. Echt traurig sowas. Allein was das für die Wirtschaft bedeutet. Das wird jetzt natürlich von manchen runtergespielt. Von Wirtschaftsexperten, aber allein, dass es so weit kommen musste, finde ich echt traurig. Und warum? Ich fange jetzt nicht drüber an. Ich will jetzt nicht über die AfD reden und diese Panikwahlen. Nein, das ist, wird nur ausgenutzt. Hör mal auf. Komm, ist kein Polit-Stream hier. Das. Na, ein Kristall. Hat ja ganz schön gedauert, bis ich da war. Kein Kristall. Doch? Komm ich da ran? Na, so nicht. Will ich das schieben? Achso. Soll ich mal reinstechen? Für die Schotten und Iren ist das gut, naja. Ich meine, die haben ja gesagt, ne? Die bleiben auf jeden Fall in der EU. Was war da? Was ist das hier? Nein, das ist wieder so eine Sonde. Hilfe! Schnell hier hoch und irgendwas aktivieren. Da. Okay. Politspiel mit Bruga, das hätte Potenzial. Nee, lass mal. Ich bin nicht sehr gut in Politik. Mit mir kann man darüber auch nicht diskutieren, also ich habe da gleich eine Meinung und die von der lasse ich auch nicht ab, so schnell. Habe ich auf Twitter wieder gelesen, dass man mit mir nicht diskutieren kann über sowas, aber will ich auch gar nicht. Warum soll ich mir eine andere Meinung anhören, die ich für richtig empfinde? Die Argumente können mich irgendwie überzeugen, weil das ist Quatsch. In meinen Augen. Bei so Themen, bei anderen Sachen, okay, mal. Ne, ich find's halt echt beschämend, einfach nur. Und dann auch noch die ganzen Alten, ne? Das sind alles 60 plus, die das in die Kacke geritten haben. Warum?
Kann ihnen doch eh egal sein. Die haben da eh nicht mehr so viel von, wie die jungen Leute, die es ja wollen. Dass man nicht irgendwie kommuniziert und sagt, hey... Ne? Oh, oh. Also ich muss wieder... Ich muss wieder... Oh, der kann ja nicht hier draußen. Da klopft jemand rum. Die hämmern wieder. Bam. Bam, schieß nochmal. Oh nein. Bam. Peng, so geht's. Oh nein. Ich runterfall. Kenji hat seit 11 Monaten Subscribe. Dankeschön, Kenji. Und Tetsuo, mach's gut. Du hoffst, dass du um 20 Uhr wieder da sein kannst. Hoffen wir's. Da kommt nämlich Dings, ne? Dingenskirchen. Weiß schon. Tentacle. Der auf der Tentacle. Könnte ich auch Speedrun, mache ich aber nicht, weil das, da muss man die Dialoge hören, finde ich. Oh. Oh Mann, nur weil ich jetzt weggedrückt habe. Psycho, grüß dich. Moin. So. Soll ich oben schon das? Nee, ich geh mal weiter hier. Ob das richtig ist. Seht ihr, wenn das Licht an ist? Oh nein! Oh nein! Ekelhafte Transmaschine. Oh nein! Da sind noch mehr. Hätte ich blocken die Laser? Nee. Wir nehmen einfach diesen Dungeon-Team woanders hin, genau. So, hör auf. Meiner Laser. Oh. Was habe ich jetzt gemacht? Ich finde die Dungeons eigentlich ganz cool, weil ich meine, okay, die sind nicht besonders lang oder groß, aber die werden schon durch die Rätsel ein bisschen verlängert, künstlich. Muss nicht immer schlecht sein, weil hier finde ich es ganz nett gemacht. Kenji nur am Grüßen. Ja! Kenji ist der Begrüßungsbot. Ach, Kenji, moin! Denn. So. Ich mag das irgendwie. Jetzt, wo sich langsam alles hier zusammenfindet. Bot und Mod Candy. Ach man. Ich meine, du musst den Bot machen, Candy. Weißt du? Mach den Begrüßungsbot. Besser ist. Oh nein, da kommt wieder die Maschine. Du. Ekelhafte Dinger. Andere Spiele zocken. Ja, hab ich doch gesagt, guck mal in die in das Ankündigungsvideo. Kennt diesen Bot, der vorprogrammiert ist. Der Bot-Mod. Wie gesagt, ich finde es ganz nett hier. Ja. Ja? Bringst du mir eine Katze mit? Ja, boah, das sieht ja so rot aus. Ja? Ja, ich weiß. Ich merke das. Gut. 10 Kilo Einkäufe. Schatz, jetzt locker 15 geschafft. Jetzt ist mir was auf den Kopf gebunden oder so. Wie sie mich anguckt. Nicht schön. Nein, Spaß, danke schön. Ich habe auch was eingekauft. Das ist sehr gut, schon. Ganz viel Gemüse.
Jo, danke. Was hab ich... Hä? Ja, Katze. Was hab ich jetzt eigentlich hier gemacht? Da muss ich auch noch irgendwas aktivieren, ne? Ah ja. Was? Im Spiel sind alle Dungeons gut, aber was? Manche haben dumme Verlängerungsspiralen, ja. Ach hier, kann ich boosten wieder, guck mal. Wenn das aktiviert werden würde. Ah, jetzt! Boosten! Boosten! Schneller! Das war aber knapp, du. Das war knapp. Day of the Tentacle ist ein perfekter Name für ein Hentai-Porno, was zur Hölle? Nein. So, bitte nicht. Bitte nicht von sowas anfangen. Nein. Kuss Hype. Ja, wir machen es wie Bibi und Julienko. Wir küssen uns nur gegen Geld. Mhm. Na, lass mal auf. Wow. Was ein Selbstmord. Oh, wie süß. Oh nein! Und direkt tot geboostet. Hallo, willkommen zurück, Vampi. Ich hoffe, du hast dich noch nicht nackig gemacht oder dein weißes T-Shirt genässt. Deine Kollegen werden sich zwar freuen, aber... Oh. Ich hoffe, da wächst irgendwo eine Frucht. Nee, sieht nicht so aus. Oh, es kostet Ausdauer. Aufhören zu pusten, bitte. Danke. So. Wunderbar. Aber so langsam geht's von der Hitze irgendwie. Ich wollte eigentlich einen anderen Schild nehmen, den da wieder, für die Fledermäuse. So. Die sind auch super aggressiv. Okay, was habe ich damit jetzt erreicht? Erstmal nichts. Ich sehe schon, das wird ja alles später lustig, wenn ich es aktiviere. Das war zu früh. Ja, machen wir, MB. Wir machen auch Fotos in der Hochzeitsnacht und so weiter. Alles. Klopft jemand über uns? Hämmer dir wieder an die Türen hier im Puff, ja? So, so, was habe ich jetzt? Ich muss da drüben irgendwie... Hinkommen. Ach, guck mal, genau, der Käfer wieder. Aha. Aber wo finde ich hier Bomben? Ach nee, warte mal, die kann ich ja selber werfen. Ha. Alter, ist das warm. Findest du übrigens nett, Schatz, dass du mich immer Alter nennst, ja? Ja, ja. Sagt die immer zu mir, Alter, ne? Immer Alter, Alter, Alter. Jo! Oh. Nein, ist ja nur Spaß. Weiß doch. So, perfekt. Jetzt wird's unangenehm hier drin, glaube ich. Hallo Furry! Ja, guten Abend Leute, wie ist das? Ist das Wetter oder bin ich so heiß?
Nein, ich bin's nicht. Es muss das Wetter sein. Mir ist nämlich echt auch warm. Nein, das spricht ja so schief. Junge. Buga, ab 30 ist man halt alt, ja. Das ist so. Machine Head weiß es ja auch. Du bist ja auch ein 83er. Ja, ja. Die jungen Leute wieder, da spotteln sie. Irgendwann sind sie auch mal alt. Das ist so blöde. Ja. Ach du Elend, diese Plattformen sind aber auch schnell, ne? Da unten wäre noch eine Tür gewesen. Warte mal. Ganz kurz. Wo führt mich die Tür hin? Ah, zu einer Kiste. Ne, da will ich eigentlich dahin, ne? Dann wollen wir dahin. Dann geh ich auch mal zu unten. Jo, Wolf, mach's gut. Einen schönen Abend wünsche ich dir. Ach nee, warte mal, der. Nee, warte mal. Hat sich ja nichts geändert. Scheiße, was. Ja, gerne, Lia, kannst du machen. Wie gesagt, ich habe Früchte gekauft. Nimmst du aber erstmal die, die wir schon haben. Die wir schon aufhaben.